Das
einmal schneller gesehen und gehört. Wahrscheinlich heute Morgen, als Sie sich mit Ihrem Lippenstift unterhalten haben. Danke! Das gibt eine Seite Strafarbeit. Aber ich habe doch nur zwei Seiten. Die anderen? Drei Seiten. Und wenn du noch ein Wort sagst, kannst du heute etwas länger in der Schule bleiben. So, nachdem wir dies nun geklärt hätten, möchte ich gerne mit dem Unterricht beginnen. Unser heutiges Thema lautet Gruppen. Oh nein. Alex, was fällt dir zu diesem Wort ein? Na, wenn Sie mich so fragen, fällt mir gar nichts dazu ein. Etwas anderes habe ich von dir auch nicht erwartet. Wolltest du noch irgendetwas sagen? Du solltest lernen, dich besser zu beherrschen. Warte nur, mit dir höre ich mich später noch ab. Oh, jetzt habe ich aber ganz doll Angst. Vielleicht sollten wir ihr ein Beruhigungsmittel geben. Schluss jetzt! Ja, Flo? Ich wollte Ihre Frage beantworten. Meiner Meinung nach besteht eine Gruppe aus Menschen, die sich gegenseitig helfen und unterstützen. Ansonsten hätte es doch gar keinen Sinn, dass sich mehrere zusammentun. So ein Quatsch. Wenn es nach mir geht, brauche ich niemand anderen. Die nehmen doch sowieso nur einem alles weg. Wie meinst du das? Na, wenn ich zum Beispiel eine Tafel Schokolade habe, dann kommen sofort alle auf mich zugerannt und wollen etwas abhaben. Aber das läuft mit mir nicht. Also wie gesagt, ich brauche niemand anderen. Das ist mal wieder typisch Einzelkind. Hab Angst, dass ihm etwas weggenommen wird. Renn doch am besten zu deiner Mami und erzähl ihr, dass die anderen bösen Schüler dem armen München etwas wegnehmen wollen. Wenn Sie mich fragen, Frau Müller-Wurstbrot, dann ist eine Gruppe dazu da, solchen Püppchen wie der ein bisschen Manieren beizubringen. Also, Emma, deine Wortwahl hat mich schon immer schockiert. Ach ja, und wissen Sie, was mich schockiert? Ihr komischer Name. Da muss ich schon in der ersten Unterrichtsstunde an mein Pausenbrot denken. Und dann knurrt mir der Magen bis zur großen Pause. Also, Emma, jetzt reicht es mir aber. Ich werde heute Mittag noch mit deinen Eltern sprechen. Machen Sie nur, die Nummer kennen Sie ja bereits. Frau Müller-Wurstbrot, Frau Müller-Wurstbrot, da fällt mir ein guter Witz zu ein. Den sollten Sie sich unbedingt anhören. Nein, danke. Von Witzen habe ich für heute genug. Also, zurück zum Thema. Gibt es denn niemanden in dieser Klasse, der mit Gruppen Erfahrung hat? Ja, Cleo, trau dich ruhig. Also, bei mir im Ort treffe ich mich jeden zweiten Abend mit Freunden in einer Gruppe. Das sind also meine Freunde und ich. Toll, Cleo. Dann erzähle uns bitte, was ihr in eurer Gruppe so macht. Und lass bitte das also an jedem Satzanfang weg. Also, zuerst sitzen wir da. Dann packt ihr da dein Sixpack aus. Das ist nämlich billiger als Flaschen. Also Bierflaschen, wenn Sie wissen, was ich meine. Einer muss eine Flasche Korn mitbringen. Korn? Ja, Korn. Also, und dann, wer zuerst sein Bier leer hat, darf die ganze Flasche Korn auslaufen. Und das macht ihr jeden zweiten Abend? Ja, außer samstags. Da bringt sich jeder seine eigene Flasche Korn mit. Also okay. Also nicht. Danke. Wenn du etwas zu sagen hast, dann sag es jetzt. Ansonsten sei bitte ruhig. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Arme Frau Müller-Wurstbrot. Dabei hat sie es doch nur gut gemeint. Ich werde versuchen, sie wieder aufzubauen. Menschen, Menschen,
Danke, Joe. Endlich ein vernünftiger Beitrag zum Thema. Als Hausaufgabe. Hey, wir proben gleich auf dem Schulhof. Wenn ihr Lust habt, dann schaut doch zu. Ich kann den Namen, ich bin
die Schule aus? Ja, die Mathearbeit hat es aber wirklich in sich. Worüber habt ihr die denn geschrieben? Bruchrechnung. Ist doch ganz einfach. Klar. Sag mal, sind die jetzt völlig übergeschnappt? Ich würde eher sagen, Alex läuft in einem etwas seltsamen Kostüm herum und versucht sich selbst lächerlich zu machen. Ach was, wahrscheinlich proben sie gerade für ihre nächste Faschingsparty. Vielleicht sollte man ihnen sagen, dass es bis dahin noch einige Zeit dauert. Was haben wir denn da? Sarah, was versteckst du denn hinter deinem Rücken? Eine Rose. Oh mein Gott, eine Rose. Eine Rose. Eine Rose. Hä? Ja, eine Rose. Was dagegen? Wer ist denn dein Rosenkavalier? Kennt ihr sowieso nicht. Stimmt doch gar nicht. Ich habe dich gestern mit diesem Bibo hinter der Turnhalle gesehen. Er heißt Dibo. 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 Entschuldigung. Bist du etwa in dem verknallt? Na, das ist ja ein Ding. Wenn ich mich nicht täusche, habe ich soeben das gewisse Funkeln der Liebe in ihren Augen entdecken können. Sagte mich schon Shakespeare in seinem Drama. Ach, ihr kennt mich alle mal! Und das hat Shakespeare wirklich gesagt. Wir müssen los. Tschüss. Ciao. Ciao. Irgendwas läuft hier doch gewaltig schief. Meine beste Freundin gibt sich auf einmal mit welchen ab, die sie noch nie leiden konnte. Und als ob das noch nicht schlimm genug wäre, findet sie auf einmal diesen... Ich sag den Namen besser nicht. Süß! Scheiß Schnupfen! Hat nicht mal jemand ein Taschentuch für mich? Ja, hier hinten! Danke. Doch wenn Vernahme ich war, das Heim fühlt mir.
Hi. Schön, dass du nochmal hergekommen bist. Zu dir doch immer. Du, Sarah. Ich weiß schon, was du fragen willst. Ja, ich liebe Diego. Nein, wir haben noch nicht miteinander geschlafen. Aber das wollte ich doch gar nicht wissen. Ich meine nur, hast du ihn dir schon mal in Leano gesehen? Und? Fällt dir denn nichts an ihm auf? Außer, dass er echt cool ist und gut aussieht? Nein, nicht wirklich. Also, immer wenn ich ihn sehe, wird mir total kalt und den anderen geht es genauso. Ist dir das denn nicht aufgefallen? Also, wenn ich ihn sehe, wird mir immer ganz heiß. Sarah, hier gibt es doch so viele süße Jungs. Zum Beispiel Dunky. Aber warum ausgerechnet er? Warum, warum? Weil es eben so ist, er gefällt mir eben. Wenn ich jemanden liebe, muss ich keinen besonderen Grund haben. Liebe ist ein Gefühl und nicht etwas, das man berechnen kann. Heute liebe ich Diego, morgen vielleicht einen anderen. Ich sag dir was, du denkst so viel nach, das ist dein Problem. Das ist mein Problem? Wie kann man so viel nachdenken? Liebe ist mehr als ein Gefühl. Liebe ist Wissen. Sie ist unvergänglich. Du kannst einfach kommen und gehen. Ich sag dir was, denk mal etwas mehr nach. Jetzt reicht's mir aber. Wenn ich dir zu blöd bin, kann ich ja gehen. Und ich dachte, wir wären Freunde. Und ich dachte, du verstehst etwas von Liebe. Das tue ich auch. Nein, nicht wirklich. Doch. Yeah.
Bruder, habt ihr mich erkannt? Ich höre mich ziemlich königlich. Alex, Simone, Danki und Cleo. War ein leichtes Spiel, so viel wie beim Domino. Einer nach dem anderen liefen zu mir über, zu mir nach unten, wie keiner steht über. Auch du bist beste Freundin, Sarah, was ich wär. Doch niemand, niemand, entzieht dich mein Begehr. Ich bin für ein Virus-Opfer, die ich kenne. Bin ich mal drin, ich glaub, ist die Ausgabe wie hab ich erstmal ein Opfer gefunden. Ich schneide mich bescheid, leck mich zu. Die Force, die verdient, ist meines Gesicht. Trenn mich hinaus und merke mir nichts. Ich hasse sie alle. So dass du denkst, dass ich stärker als dich. Dabei amüsier ich dich wieder künstlich. Die wissen sich mehr lange, mir im Team nicht meiden. Nach falschen Wünschen, ich könnte es besser leiden. So geht es mit jedem, der mich hasst und dann mit ihm. Denn ich bin alle und jeder muss mich lieben. Na hör mal, dass du Alex und die anderen um den Finger gewickelt hast, ärgert mich ja nicht besonders. Aber dass du dich an meine beste Freundin ranmachst, verzeih ich dir nie. Komm, lass doch Joe, der ist unter unserem Niveau. Nein, ich lasse eben nicht. Ich sag dir eins, Divo. Dein Spiel hab ich längst durchschaut. Doch an mir wirst du dir noch die Zähne ausbeißen. Dich mach ich fertig. Du, mich fertig machen? Hahaha, das glaubst du doch nicht im Ernst. Sieh mal her. Musik. Ihr wollt also noch mehr sehen? Kein Problem. Alex?
Ja, gebt euch nur Mühe. Gegen mich habt ihr doch sowieso keine Chance. Doch mit uns hast du kein falsches Spiel. Wir werden es dir zeigen. Ihr seid mein Nachtisch. Tja, Einstein, willst du nicht nachgehen? Ich? Den Nacktaffen? Wenn dieser Diebo auch nur die Hälfte meines Intelligenzquotienten hätte, würde er tot umfallen. Ja. Aber was sollen wir denn jetzt machen? Er hat recht mit dem, was er sagt. Zu zweit haben wir keine Chance. Wer redet denn von zu zweit? Wie meinst du das? Hätte mich mal früher jemand gefragt, wäre all der Schlamassel niemals so weit gekommen. Was? Nun, sagte mir schon Shakespeare in seinem Traum. Jetzt hör mir mit deinem Shakespeare auf! Lass mich doch mal ausreden! Also, sagte nicht schon Shakespeare in seinem Drama Hamlet im ersten Aufzug, zweite Szene, er war ein Mann, lebt alles nur in allem, ich werde nimmer seinesgleichen sehen. Allerdings ist mein Vater nicht tot. Was? Kapier ich nicht. Hamlet sprach von seinem verstorbenen Vater. Ach so. Du meinst, dein Vater könnte uns helfen? Ich meine ja nur, so wie ich ihn bis jetzt kennengelernt habe, schien er nicht sehr hilfreich zu sein, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Ich weiß, aber er kennt bestimmt ein Mittel gegen diesen Schurken-Diebo. Und deine Erkältung kann er dabei bestimmt auch lindern. Weißt du, seit dem Tod meiner Mutter vor 3 Jahren hat er ziemlich abgebaut. Das ist mir auch schon aufgefallen. Es wird ihm bestimmt gut tun, eine interessante Aufgabe zu bekommen. Wir gehen jetzt sofort zu ihm. Soviel ich weiß, haben die Lehrer im Moment Konferenz. Den Rest erkläre ich dir auf dem Weg. Komm mit! Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte nun mit unserer heutigen Konferenz beginnen. Ich rufe nunmehr den Tagesordnungspunkt Nummer 1 auf. Hallo! Ja bitte, Herr Dr. Lauber? Wie? Sie hatten sich doch gemeldet. Ach so, ich dachte, Sie rufen mich auf. Nein, ich rufe den ersten Tagesordnungspunkt auf. Aber wie kann man denn einen Tagesordnungspunkt aufrufen? Das Wort steht ja nicht an meinem Lexikon. Nun, alles ebenso heißt. Dann war es wohl ein Missverständnis. Nun gut, wie dem auch sei. Der erste Tagesordnungspunkt lautet... Nun gut.
rufe ich nunmehr den letzten Tagesordnungspunkt. Hallo, Herr Dr. Lava. Ist ja gut, ist ja gut. Also, der letzte Tagesordnungspunkt heißt Verschiedenes. Oh. Gibt es jemanden aus dem Kollegium, der etwas einbringen möchte? Ja, Frau Schmidt-Schmiedewa? Ich möchte gerne auf die momentane Kleidung unserer Schüler zu sprechen kommen. Nicht schon wieder. Aber Frau Schmidt-Schmiedewa, das Thema haben wir doch schon so oft besprochen und sind immer wieder zu demselben Ergebnis gekommen. Jeder Schüler hat die Freiheit zu tragen, was er oder sie möchte. Schließlich wirkt es belebend auf uns alle. Eben, das ist ja das Problem, wenn Sie denn wenigstens alle verschiedene Kleidung tragen würden. Aber haben Sie in der letzten Zeit in den Pausen schon einmal auf den Schulhof geschaut? Sie tragen alle schwarze, unheimliche Kleidung. Das ist doch nicht mehr normal. Und außerdem schwänzen Sie immer häufiger den Unterricht. Kann jemand aus dem Kollegium diese Beobachtung bestätigen? Mir fällt das auch schon etwas länger auf. Die Einzigen, die noch einigermaßen normal aussehen und regelmäßig zum Unterricht erscheinen, sind Joe und Einstein. Außerdem schleicht seit einiger Zeit so ein komischer Typ um die Schüler herum. Ich habe ihn schon während ein paar Aufsichten des Schulhofes verwiesen. Aber plötzlich taucht er wie aus dem Nichts wieder auf. Nun, das hört sich bedenklich an. Wir müssen erst einmal herausbekommen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Hat man denn hier keinen Moment Ruhe? Papa, ich muss unbedingt mit dir sprechen. Aber Einstein, ich bitte dich. Siehst du denn nicht, dass wir mitten in einer wichtigen Besprechung sind? Herr Direktor, voll d'accord. Aber ich bin sicher, dass Einstein und Joe wegen des eben besprochenen Problems hier sind. So meinen Sie? Herr Dr. Lauber, bitte fragen Sie Ihre Tochter, was diese Aufgabe zu bedeuten hat. Nun, um ehrlich zu sein, Herr Direktor, ich bin genauso überrascht wie Sie. Einstein, erkläre bitte Dr. Korrektheimer, was das zu bedeuten hat. Dafür ist jetzt keine Zeit mehr. Bitte kommen Sie mit. Wir erklären Ihnen alles im Labor. Aber, Mensch, wie heißt die denn nochmal? Joe. Danke. Aber Joe, wir sind gerade mitten in einer wichtigen Besprechung. Schall halt durch diesen Raum und hängt sich in den Wänden. Apropos Schall. Papa, bitte komm mit. Hilfe, kommender Wurstbrot. Bitte helfen Sie uns, ihm seine Wort zu bekommen. Jedenfalls heute. Machen wir Schluss. Damit wäre ja wohl die Kuh vom Eis. Gegen mich gewehrt. Damit ist jetzt Schluss. Schließlich gehören wir zusammen. Wir? Und
Was ist mit Sarah? Ach was, Sarah. Du bist es, Joe. Dich wollte ich schon von Anfang an. Wir sind das perfekte Paar. Lass Joe endlich in Ruhe. Hey, aber was sind denn das für Manieren? Möchte sich noch jemand mit mir anlegen? Na also, wir wären doch das perfekte Paar. Ja. Was machst du denn mit Joe? Das hätte er nicht tun sollen. Nicht hier, in meinem Laboratorium. Was zum Teufel? Rauch aus meinem Labor. Hier hat außer mir niemand etwas zu tun. Oje, oje. Aber das haben wir gleich. Ich glaube, ich habe jetzt verstanden. Dagegen müssen wir schleunigst was unternehmen. Kommt her zu meinem Kessel. Was tust du jetzt rein? Vielleicht Drachenhaut und Spinnenbeine? Nein. Oder Mäusgedärme und Krötenaugen? Nein, nein. Wie wäre es mit Zitronensäure und etwas Cortison? Nein, nein, nein. Das hilft dir alles nicht. Da bedarf es schon ganz spezieller Ingredienzien. Seht her. Und für die Illus unter uns, da hat er auch noch was.
Nun, wo soll er noch wohnen? Wen haben wir denn da? Danke. Was willst du hier? Hey, hallo Freunde. Ich bin gerade so vorbeigekommen und wollte sehen, ob ich euch helfen kann. Du, uns helfen? Von wegen, Freunde? Dich hat doch bestimmt dieser Bibo geschickt. Bibo? Was für ein Bibo? Nun, tu nicht so scheineilig. Nein, wirklich. Ich hörte eure Stimmen, ein Klubbern und dachte mir, kochen kann ich auch. Was ist denn hier drin? Oh, um Gottes Willen, nicht aufmachen! Aua! Rausgesinde! Ich sagte doch, der Trank muss ruhen. Erst in einer Stunde darf der Deckel geöffnet werden. Sonst wird die Wirkung unberechenbar. Dann lasst uns gehen. Nach dem Schock brauche ich jetzt einen starken Kaffee. Du kannst ja abschließen und wir kommen später wieder. Eine gute Idee. So, so. Der Deckel darf also nicht angehoben werden. Dann wollen wir das doch gleich mal tun. Igitt! Das stinkt ja fürchterlich. Ich werde dies und das noch hinzufügen. Schon besser. Das wird ein Spaß. Ich würde vorschlagen, wir gehen folgendermaßen vor. Ich gehe zu Sarah und überrede sie, etwas von unserem Gebräu zu trinken. Wen schnappst du dir? Da drüben stehen Cleo und Danke. Die beiden dürfen eine leichte Beute sein. Cleo denkt sowieso nur ans Trinken. Und Danke kapiert eh nichts. Lass uns losgehen. Ich drücke dir die Daumen. Und pass auf Diego auf. Er guckt so seltsam zu uns rüber. Man könnte fast meinen, er amüsiert sich. Hallo Sarah. Hi Joe. Lange nicht mehr gesehen. Ich weiß. Aber es ist ja auch kein Wunder, dass wir uns nicht mehr sehen. Du schwänzt ja immer häufiger den Unterricht. Aber lassen wir das. Ich wollte dich etwas fragen. Ja. Bitte. Nein, nicht hier. Kann ich dich nicht mal unter vier Augen sprechen? Okay. Was gibt es denn so Wichtiges? Na, wie geht's euch, Curryfan? Curry, was? Hey, willst du uns beleidigen? Aber nicht doch. Im Gegenteil. Ich habe euch etwas Leckeres zu trinken mitgebracht. Will jemand einen Schluck? Schmeckt echt super. Nee, von dir nehme ich nichts an. Gerne. Danke. Oh, schade. Mist. Ihr solltet das großzügige Angebot von Einstein annehmen. Schließlich lebt man nur einmal. Au ja.
Na, wenn das so ist, ein Schüren Ehren. Ich meine trotzdem, dass du einen riesigen Fehler gemacht hast. Ach, werd einfach mal cooler. So wie er. Wir könnten gemeinsam viel Spaß haben. Wir? Was heißt da wir? Dieser Verbrecher hat mir gesagt, dass du ihn nicht interessierst. Du bist es schon. Dich wollte ich von Anfang an, waren seine Worte. Na, da staunst du. Ach, ich glaub dir kein Wort. Versuch es gleich, ihn schlecht zu machen. Das klappt sowieso nicht. Gut, wenn das so ist. Sehe, ich hab keine Chance. Genau so ist es. Auf einen Schluck. Willst du mich vergiften? Hätte ich dann davon getrunken? Ich hoffe, ich kann dir vertrauen. Du konntest mir doch schon immer vertrauen. Was ist denn mit denen los? Tja, der Trank von meinem Vater scheint ja recht ärmer zu sein. Ich kann nicht mehr. Das ist das beste Zeug, das ich je getrunken habe. Woher weißt du? Warum so überrascht? Es gibt den Menschen, die schlauer sind als du. Intelligenzbestie stellst unwissend. Wir trinken natürlich. Womit denn sonst? Niemals! Alex! Ja, Meister! Halten Sie mal fest. Aber mit dem Knie. Bullekopf, du kannst jetzt loslassen. Können wir jetzt gehen? Du Teufel, mit dir werde ich nirgends hingehen. Aha, die Kleine ist immer noch nicht bereit. Dann sieh mal zu, was jetzt kommt. Ich werde dich mal gründlich aufrollen. Alex! Ja, Meister. Trink. Aber Meister... Ich sagte... Hey ihr da, kommt her!
Na, was ist denn hier für eine Unordnung? Um Gottes Willen, was ist hier passiert? Joe! Einstein! Es wird wohl das Beste sein, wenn ich kurz in mein Labor gehe. Nein. Lass mich bitte nicht alleine. Ich bin gleich wieder da. Und schaffen mir bitte den da aus dem Weg. Um ihn kümmern wir uns später. Lass jeden, außer diesem schwarzen Mann, daran riechen. Ich beginne bei meiner unvorsichtigen Tochter. Und jetzt? Jetzt heißt es warten. Ich hoffe, es war das richtige Mittel. Komm, wir setzen uns auf die Bank. Von dort aus können wir alles beobachten. Den da halten wir so lange in Schach. Das würde ich gerne machen. Kommt, helft mir mal.
Alles klar? Hattest du einen schönen Traum? Leider ist er für dich hier vorbei. Wie ich sehe, hast du gewonnen. Du hast mir gar nichts zu befehlen.